Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht Nummer 7 zum Ukraine-Krieg. Ich glaube zumindest, es ist Nummer 7. Es ist aktuell 10.45 Uhr morgens in der Zeitzone UTC-5 am 1. März 2022. Ich versuche es dieses Mal wirklich kurz zu halten. Die neueste Meldung von der BBC ist, der russische Konvoi, den ich im letzten Lagebericht erwähnt habe, der bewegt sich in Richtung Kiew. 40 Meilen lang soll er sein, das sind über 60 Kilometer. Und wenn wir kurz durchrechnen, und wir sehen mindestens zweispurig, stellenweise dreispurig, es sind noch Abstände dazwischen, nehmen wir mal vorsichtig 15, na sagen wir 20 Meter, alle 20 Meter ein Fahrzeug, das ist zweispurig. Es ist, das heißt, falsch, so kann man es nicht rechnen. Wenn wir 20 Meter sind es 5 Fahrzeuge je 100 Meter, also sind es 10 Fahrzeuge in zwei Spuren, 10 Fahrzeuge auf, sind 100 Fahrzeuge je Kilometer mal 60, also wären das 6000 Fahrzeuge. 6000 Fahrzeuge, wenn wir dann rechnen mit, sagen wir mal, 5 Mann, also da wird Nachschub dabei sein, ja, 5 ist zu viel, sagen wir mal 3. Haben wir mindestens 18.000 Soldaten, die dort auf dem Weg sind. Denn Nachschub-LKWs werden 2-Mann-Besatzung haben. Ich glaube nicht, dass da nur einer fährt, aber 1 bis 2 Mann. Und wenn Schützenpanzer dabei sind, sind vielleicht 7 Mann an Bord. Also wir können damit rechnen, dass wahrscheinlich 20.000 Mann sich gerade in Richtung Kiew bewegen. Damit war zu rechnen. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass die Russen sich reorganisieren und wir in Kürze die neue Offensive sehen werden. Was mich irritiert ist, dass sie es A, so konzentriert machen, dass B, die Ukrainer nicht in der Lage sind, diesen Konvoi effektiv anzugreifen. Das ist, obwohl er bekannt ist, kann es nur bedeuten, dass die russischen Streitkräfte zumindest lokal nun tatsächlich die völlige Luftüberlegenheit haben, sodass die Ukrainer sich nicht mehr trauen, dorthin zu fliegen und dass entsprechend auch die ukrainische Artillerie mit Reichweite dorthin weitgehend ausgeschaltet ist. Andererseits bedeutet das, wenn man so einen Konvoi hat, der sich langsam vorschiebt, kann es nur bedeuten, dass die Nachschubprobleme sich eher verschärfen werden. Also das ist etwas überraschend. Weiter gibt es Nachrichten aus dem Rest des Landes. Nun habe ich auf einem pro-russischen Propagandakanal gesehen, dass russische Einheiten nach Kherson eindringen sollen. Das würde bedeuten, dass meine zuletzt gemachte Zusammenfassung, wonach Kherson gefallen sei, bislang noch nicht stimmte. Das dürfte dann allerdings wohl, wenn dieser pro-russische Kanal recht hat, dann ist Kherson jetzt im Begriff zu fallen. Mariupol dementsprechend auch von dieser Seite solle jetzt in Kürze eingeschlossen sein. Das wiederum spricht dafür, dass die Truppen sich noch nicht vereinigt haben. Hier sehen wir, das soll einen Tag alt sein. Und hier sehen wir auch, dass demnach die östliche Kiew-Front nun doch sich inzwischen vereinigt hat, zumindest laut dem Institute for the Study of War, was eine sehr gute Reputation hat. Also der Nachschub in Richtung Kiew läuft, die Truppen massieren sich dort, wir werden in Kürze schwere Angriffe auf Kiew sehen. Kharkov ist weiter in ukrainischer Hand, liegt allerdings unter schwerem Beschuss, auch der Artilleriebeschuss auf Kiew verstärkt sich. Hier ist zu erwarten, was ich in der letzten Folge gesagt habe, die einmarschierenden Truppen hatten ziemlich sicher den Befehl, sich zurückzuhalten, was Zivilisten angeht, nach Möglichkeit keine zivilen Verluste zu erzeugen. Deswegen können wir sehen, wie selbstbewusst und aggressiv die ukrainischen Zivilisten gegen bewaffnete russische Soldaten vorgehen. Das ergibt Sinn, wenn man glaubt, man befreie das Land von einer narzisstischen Junta und die Leute wollen nur befreit werden und würden einen als Befreier willkommen heißen. Und natürlich ergibt es auch Sinn, wenn ich anschließend ein Marionettenregime installieren will, das ja möglichst wenig Hass ausgesetzt sein soll, wofür viele zivile Tote sorgen. Das jetzt allerdings, dass man den erheblichen Widerstand der Ukrainer sieht, verbunden mit dem starken Widerstand der ukrainischen Armee, also der Zivilisten auf der einen Seite und der Armee auf der anderen Seite, und dass es der russische Vormarsch eben gestockt hat. Deswegen ist jetzt davon auszugehen, dass, wie schon in der letzten Folge gesagt, in Kürze es deutlich blutiger wird, denn die russische Armee ist basierend
um ihre Artillerie. Und sobald die logistischen Probleme gelöst sind, und das halte ich nicht für ein Ding der Unmöglichkeit, sondern das erwarte ich in Kürze, sobald diese Probleme gelöst sind, werden sie ihre ganze Feuerkraft zum Einsatz bringen können und dann entsprechend mit ihrer überlegenen Feuerkraft ihren Vorstoß unterstützen wollen. Aus Belarus gibt es Meldungen, dass sich, zum einen habe ich gestern Bilder gesehen, wonach eine Gruppe weißrussischer Luftlandesoldaten mit ihren Fahrzeugen auf dem Weg in den Westen des Landes unterwegs sei. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich versuche es mal hier zu vergrößern. In diesem Bereich, wie erwartet, um auf Lemberg vorstoßen zu können, Lviv hier. Wenn das korrekt ist, dann können wir davon rechnen, dass hier bald eine weitere Front eröffnet wird. Dazu so hat Lukaschenko, wenn ich es richtig gesehen habe, die erklärt, dass zur Sicherung oder irgendwas weitere Truppen an die gemeinsame Grenze geschickt werden. Und da Belarus sich wahrscheinlich an der Offensive beteiligen wird, ist davon auszugehen, dass diese Truppen hier ebenfalls möglicherweise auf relativ breiter Front in Richtung Ukraine vorstoßen. Das würde angesichts der logistischen Probleme auch Sinn ergeben, denn wie gestern schon gesagt, wie in der letzten Folge schon gesagt, wenn ich meine Reserven alle in einen Punkt schmeiße, wo ich bereits logistische Probleme habe, dann verschärfen sich diese Probleme nur. Das heißt, sofern ich große Reserven habe, aber lokal logistische Probleme, dann macht ein Ausweiten der Front massiv, ergibt es massiv Sinn, weil ich auf diese Art und Weise den Verteidiger verzettel und meine Überlegenheit in Feuerkraft nutzen kann, während ich meine logistischen Bedürfnisse auf mehr Infrastruktur ausweite. Also hier sind ja Eisenbahnlinien, hier wird es ja nicht nur eine Eisenbahnlinie geben und hier, sondern es wird mehr geben und mehr große Straßen. Und je breiter die Front aufgeteilt ist, desto mehr kann man natürlich diese Infrastruktur für Nachschub nutzen. Und daher ist es im russischen Interesse, auf breiterer Front anzugreifen. Also ich würde davon rechnen, dass in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich aus Belarus ein weiterer Vorstoß erfolgt, der nicht auf Kiew gerichtet ist, sondern eher auf den Westteil, möglicherweise in Richtung Lemberg. Jetzt ist was sehr Interessantes, das soweit zur Lage. Wie gesagt, um zusammenzufassen, ich erwarte eine Wiederaufnahme der Offensive in den nächsten 48 Stunden mit einer massiven Ausweitung der Front. Jetzt kommen sehr interessante Sachen. Also das hier ist jetzt komplett im Rahmen des Unglaubwürdigen in der Hinsicht, dass es meine Erwartungen bezüglich der russischen Armee diesen Erwartungen überhaupt nicht entspricht. Hätte mir das jemand vor dem Krieg gesagt, hätte ich gesagt, das ist lächerlich. Dazu kommt es nicht. Das ist absurd. Ich habe in der letzten Folge bin ich darauf eingegangen, dass laut Twitter behauptet wird, die russischen Soldaten würden zivile Funkgeräte und Handys benutzen. Und ich habe gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie vielleicht nicht alle mit modernsten Gerät ausgestattet sind. Das kaufe ich ab. Aber 20, 30 Jahre alte Funkgeräte kann man ja dennoch einsetzen. Und die sollen sie nicht haben. Jetzt hier ein Twitter-Account. Existiert seit 3 Jahren. Ich kannte den vorher nicht. Ich kann nichts über seine Glaubwürdigkeit sagen. Nehmen wir das also mal sehr skeptisch entgegen. Aber hier geht man auf die Probleme der Russen ein. Ich übersetze es hier jetzt mal etwas so grob mit. Große Probleme in Logistik. Das macht diesen Krieg einzigartig, wenn es zur Überwachung angeht. Und zwar zum ersten Mal kommunizieren die Russen ohne digitalen Modus, was sie vollständig abhörbar macht. Hier gibt es jetzt Bilder, also das soll von einem früheren russischen Soldaten sein, also entweder jemand, der desertiert ist oder gefangen genommen wurde. Keiner will kämpfen, das ist die Wahrheit. Die Hälfte hatte keine Ahnung, was sie tun. Sie sollten zum Training fahren. Auf dem Weg dorthin wurden die Telefone konfisziert und es wurde ihnen scharfe Munition ausgegeben, was relativ normal für große Trainingsübungen sei. Ein paar Stunden später wurden sie plötzlich beschossen und haben sich praktisch nur selbst verteidigt. Was natürlich etwas seltsam klingt, wenn man von Invasoren redet. Nur die Offiziere wussten in den meisten Einheiten, was los ist. Und die Offiziere hätten zunehmend sich weiter und weiter hinten platziert. Was, wie gesagt, wir betrachten diesen ganzen Teil jetzt so, ich warne, das Ganze zu ernst zu nehmen, weil es so unglaubwürdig klingt. Aber ich will jetzt nicht in jedem Satz sagen, wenn das jetzt stimmt. Also bitte im ganzen Komplex diesen ganzen Abschnitt mit großer Skepsis sehen.
Das würde erklären, dass die russischen Offiziere eine sehr geringe Moral haben, denn wenn ich nach hinten mich verschiebe, dann glaube ich nicht dran, dann glaube ich, dass mich meine Soldaten verlassen werden, dann glaube ich, dass ich falle und von hinten kann ich mit etwas größerer Sicherheit führen. Ein guter Offizier führt von vorne. Die einzige Ausnahme davon seien die Fallschirmjäger und Special Forces gewesen, also Spezialeinheiten. Einige Fallschirmjägerkompanien oder Luftlandetruppen haben ein ordentliches Briefing erhalten, also eine Lagebesprechung, welche Flugfelder sie erobern sollen. Aber selbst dort nur einige Spetsnaz-Einheiten wurden komplett außen vor gelassen. Irgendwo zwischen Putin und seinen Generalen gab es massive Misskommunikation oder Lügen. Die gesamten Nachschubfahrzeuge sind noch außerhalb der Ukraine. Das würde die Nachschubprobleme erklären. Und die, die mit den Truppen reingefahren sind, sind bereits zerstört oder überlastet. Den Spetsnaz wurde gesagt, es sei eine 3-Tage-Operation und jeder, der noch lebt, verübt Kriegsverbrechen, indem er Treibstoff, also Tankstellen, plündert und Nahrung von Lebensmitteln stiehlt. Viele reguläre Soldaten würden sich weigern zu kämpfen und einfach nur ihre Ausrüstung aufgeben und von den Fahrzeugen weglaufen. Also einfach desertieren auf gut Deutsch. Die meisten, die man sieht, haben einen, die man noch kämpfen sieht, hätten einen besonders harten Offizier. Das ist jetzt, muss man sagen, in einem Maße geradezu glaubwürdig, zumindest wenn man es im Kontext sieht der Meldungen. Denn hier sehen wir, inzwischen gibt es eine Unmenge an aufgegebenem Material. Das sind T-80, T-80Us. Wir sehen allerdings, und das sollte skeptisch machen, das soll aus der Ukraine stammen. Das Wetter passt, der Hintergrund passt, aber was wir nicht sehen, sind die taktischen Zeichen. Also ist Z, V, Kreis etc. Das ist sehr irritierend, denn eigentlich müssten die dort sein. Hier ebenfalls, das glaube ich, ist aber einer dieser Panzer. Bin mir nicht sicher. Also ein weiterer T-80U, der aufgegeben worden sei. Hier T-90 von Zivilisten, aber auch hier, wir lesen die Meldungen, aber ich sehe keine dieser markanten Zeichnungen, Z und V. Das wirkt tatsächlich so, als ob die hier am Plündern sind und durchgehen. Also kann man davon ausgehen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das einfach ein Foto von einer russischen Übung ist, wo man Zivilisten erlaubt hat, sich den Panzer anzuschauen. Das würde es ein Stück weit glaubwürdig machen. Man sieht auch, das Maschinengewehr fehlt. Also würde Sinn ergeben, dass man bei einem aufgegebenen Fahrzeug, wenn man in Ordnung es aufgibt, dass man wenigstens das Maschinengewehr mitnimmt oder aber, dass eben plündernde Zivilisten oder Soldaten von der Gegenseite das Maschinengewehr entnehmen, weil das das Einfachste ist, was Kampfwert hat, was man sofort mitnehmen kann. Aber wie gesagt, irritierend, dass die taktischen Zeichen fehlen. Aber und so gibt es vieles. Hier wird jetzt gesagt, ukrainische, das sind dann Bauunternehmen, bergen hier eine russische OSA-Luftabwehr, um sie den ukrainischen Streitkräften zu übergeben. Auch hier sehen wir wieder gelbe Striche, aber keine taktischen Zeichen. Also im Kontext dieser vorherigen Aussagen würde es Sinn ergeben, dass die Truppen, dass jetzt andauernd Bilder auftauchen von erbeuteten Fahrzeugen, die durch Zivilisten erbeutet werden oder natürlich auch durchs Militär. Aber diese Bilder hier, muss ich sagen, sehe ich mit Skepsis, denn mir fehlen die für diesen Krieg so markantischen Hoheitszeichen, die das sehr ähnliche Gerät beider Seiten auseinanderhalten soll auf russischer Seite, damit es zu weniger Friendly Fire kommt, also weniger Schuss der eigenen Truppe wegen Missidentifikation. Und hier sehe ich nichts dergleichen. Also auf keinem der Bilder kann ich erkennen und diese gelben Streifen, wenn überhaupt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die mal auf ukrainischer Seite gesehen habe. Aber wie gesagt, es fehlen die taktischen Zeichen. Deswegen sollten wir das Ganze mit gewisser Skepsis betrachten. Hier jetzt, das war der Hinweis auf das, was ich gestern sagte mit dem zivilen Funkgerät. Inzwischen sind Bilder aufgetaucht, was die schlechte Ausrüstung der Russen zeigen sollen, dass 2015 abgelaufene Einmannpackungen, also Nahrungsmittelpakete, zeigen. Aber da muss ich jetzt sagen, wenn die halbwegs so verpackt sind wie die, die ich kenne, dann sind die verschweißt und
großen Teil ist getrocknet. Und getrocknetes, verschweißtes kann man auch noch ein paar Jahre nach dem Ablaufdatum verspeisen. Und wäre ich da jetzt Offizier, das würde für die schlechte Ausrüstung sprechen, aber das bedeutet nicht, dass die Russen deswegen am Verhungern sind. Denn wenn ich Offizier wäre, würde ich auch sagen, das könnt ihr noch essen, Jungs. Also das mag sein, dass manches nicht mehr ganz gut schmeckt, aber wenn das ordentlich verschweißt war, sollte das in weiten Teilen noch essbar sein. Ich habe auch schon jahrelang abgelaufene Trockennahrung gegessen. Also Nudeln zum Beispiel, die kann man 30 Jahre, nachdem sie abgelaufen sind, noch problemlos essen. Von daher sollte man das etwas mit Skepsis sehen, aber es spricht natürlich nicht dafür, dass die Armee großartig ausgerüstet ist. Hier geht es jetzt weiter. Die Kommunikation ist nicht besonders gesichert und man kann das abhören. Und hier ist tatsächlich so, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Also das soll zum Beispiel Kommunikation sein, wie sie Artillerie planen und wie versucht wird, sie zu stören und so weiter. Eine ganze Reihe an Aufnahmen. Für mich überhaupt nicht überprüfbar. Das fängt damit an, dass ich nicht weiß, woher das ist, dass ich technisch keine Ahnung habe. Die sollen übers Internet abhörbar sein. Da fehlt mir einfach die Kompetenz. Außerdem spreche ich kein Russisch. Ich meine, ich könnte jetzt, wenn ich Russisch können würde, könnte ich anhand dessen, was gesagt wird, sagen, ja, das hört sich nach einer tatsächlichen militärischen Kommunikation an oder irgendwas, aber da fehlt mir hier komplett die Kompetenz. Ich werde daher den Link in die Beschreibung setzen oder als ersten Kommentar, damit diejenigen unter Ihnen, die dieser Sprache mächtig sind, es sich selbst anhören können und so weiter. Also, ich weiß nicht, was ich hieraus machen soll. Es würde einiges erklären, was an Nachrichten kommt in Richtung pro-ukrainischer Seite. Aber die Skepsis ist eben zum Beispiel da, dass wir so viele Fahrzeuge sehen ohne taktische Zeichen. Andererseits können die, was ist das hier? Können wir sehen, ob die. Nee, es sind auch noch unterschiedliche Perspektiven. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir das hier zum Beispiel, das dürfte das Zeichen einer Division sein oder einer Brigade, also eine Einheitsidentifikation, wenn wir das jetzt an anderen Fahrzeugen sehen würden. Hier sehen wir es. Ja, das scheint das zu sein. Okay. Das ist aus einer anderen Perspektive. Okay. Also das könnte tatsächlich eine Einheit sein. Aber das scheint mir, wenn wir es anschauen, ist das der gleiche Panzer. Denn hier sehen wir die blauen Häuser und hier sehen wir aus der anderen Perspektive, das heißt, das ist der identische Panzer. Das heißt, das sagt nichts aus. Also was ich sagen wollte, ist, wenn wir dieses Zeichen jetzt auf fünf anderen Panzern sehen würden und vier davon hätten das Z oder ein V oder irgendwas dieser Art, dann könnte man sagen, aus irgendeinem Grund hat der es nicht. Aber ich sehe es auf keinem einzigen und das wirkt etwas verdächtig, wenn es darum geht, zu beweisen, dass das aktuelle Aufnahmen sein sollen. Ich kann nicht ausschließen, dass es nicht korrekt ist, aber eine gewisse Skepsis gehört dazu, denn bei aller Skepsis gegenüber Russland Propaganda-Aussagen sollten wir natürlich nicht den Fehler folgen, dass wir schamlos und naiv der ukrainischen oder pro-ukrainischen Propaganda folgen. Also diese Aussagen sind komplett wahnwitzig. Sollten sie stimmen, wäre es ein katastrophales Zeugnis der russischen Streitkräfte, was an anderer Stelle auch schon erklärt wurde. Ich meine, sie haben seit Jahrzehnten keinen ernsten Gegner mehr bekämpft. Selbst die Tschetschenen waren nur Guerilla. In Syrien waren es keine ernsten Truppen. In Georgien hatten sie zwar passabel ausgebildete Gegner, aber sie hatten eine unfassbare numerische Überlegenheit und haben trotzdem schwere Verluste auch erlitten. Also man könnte diese sagen, dass die russische Armee ein Papiertiger ist, aber das sollte man nicht zu voreilig zu diesem Schluss kommen. Wie gesagt, es spielen da noch die Dinge mit rein, dass offensichtlich der russischen Armee nicht gesagt wurde, was sie überhaupt tut, dass sie mit einer Hand hinterm Rücken einmarschiert ist, weil sie geglaubt hat, sie werde nicht bekämpft und wenn dann nicht ernsthaft und deswegen wollte man möglichst wenig Schaden machen. Und um das Ganze jetzt abzurunden, ich würde damit rechnen, ich komme nochmal zurück, in den nächsten 48 Stunden wäre man so meine Schätzung. Das ist wie gesagt mehr so eine Interpretation ins Blaue hinein, nehmen Sie es nicht zu wörtlich, aber ich würde so in 48 Stunden, spätestens in den nächsten 3 Tagen, eine Wiederaufnahme der Offensive in großem Stil erwarten, mit ernsthaften Angriffen auf Kiew, sobald dieser ganze Nachschub und die ganzen Truppen angekommen sind. Denn hier reden wir davon, dass wahrscheinlich 20.000 Mann sich in Richtung Kiew bewegen. Also das ist erheblich. Und wahrscheinlich eine Invasion aus Belarus nach Süden. Ja. Das war's jetzt so ziemlich. Wir sind knapp unter 20 Minuten. Gibt noch vieles anderes zu sagen, aber ich will nicht immer mich wiederholen. Von daher den aktuellen groben Übersicht. Vermutlich gibt es heute noch einen zweiten
Lagebericht, wenn ich den Rest der Informationen, die vorliegen, auch noch aufbereitet habe. Aber wir werden sehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Und wie wir alle kennen es inzwischen, meine humorvolle Referenz auf das Social Media Gebettel. Denn an sich nervt mich das immer, wenn ich zuschaue. Aber leider sagen die Studien, dass es hilft und dass man es deswegen machen soll. Daumen hoch, Kommentar und Abonnement, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wie gesagt, ich freue mich immer über Nachrichten mit neuen Informationsquellen, gerne auch Propaganda, um die Basis dessen auszuweiten, von dem ich meine Informationen beziehe. Das heißt, wenn Sie irgendwas wissen, auch auf Twitter oder irgendwas, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ansonsten, wenn ich Fehler gemacht habe und Sie können mir da weiterhelfen, lerne ich gerne dazu. Dann lassen Sie mich das auch bitte wissen. Und ich erwähne es auch hier wieder, das Ganze ist eine schnelle Arbeit und keine gründliche Arbeit. Daher sind Fehler wahrscheinlich, so wie eben zum Beispiel ich bislang davon ausging, dass Kherson schon gefallen sei und Mariupol schon eingekesselt und beides wohl erst gerade im Begriff ist. Von daher, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.